Ja, willst du die Blöcke haben, um hier noch weiter zu bauen, oder? Nee, nee, ich mach das später. Brauchst du auch eine Spitzhacke? Um Erde abzuklopfen, meinst du? Mit einer Spitzhacke macht man keine Erde abklopfen. Dafür braucht man eine Schaufel. Ja, ich meine jetzt Stein und so. Ja. Ja, wenn du eine noch zur Verfügung hast. Weil ich hab, ich muss mal kurz gucken, wie viel habe ich denn eigentlich noch? Ah, ich kann Dings wieder machen. Cool. Zack, bisschen noch Eisen. Noch craften. Wie redet das denn jetzt nicht? Oh, das sind die falschen Stöcke, okay. Da. Wofür braucht man eigentlich die Gascan? Gascan, ich glaube, um Motorsägen zu machen. Also nicht so zu machen, sondern zu, um Öl da, ne? Ja, genau. Und das Fleisch, was wir jetzt haben, ne? Inge? Oh. Warte. Warte. Jupp, die Firma dankt. Gut, haben das wir das Fleisch auch. Hä? Warum ich die jetzt nicht aufgenommen? Da habe ich eine. Da habe ich meine zwei Äxte. Hä? Aber kann sein, dass die durch die Wand durchgefallen ist. Hast du die nicht aufgenommen? Doch, aber irgendwie ist die nicht beim Inventar drin. Du musst die doch im Inventar haben. Nein, ich habe Pistole, leeres Glas, Sniper, Blatt Papier, Pistole, das, Wasserflasche, das. Dann zwei Äxte, also Feueraxt habe ich zwei Stück und das war's. Aber keine andere Sache, keine Spitzhacke. Oh, Mann. Oh, ist die runtergefallen, auf dem schrägen Dach hier. Jetzt gleich der ganze Gebäude, ey. Nein! Bist tot? Gott sei Dank nicht, ey. Boah, ich wollte gerade schon sagen, ey. Du so zack, nein! Alter. Fuck. Ja, dann ist sie weg. Na, ist egal. Hauptsache, ja, du dann hast erst... eine, genau. Ja, da habe ich 5 Eisen zwar verschwendet. Warte mal, nee, warte mal. Ich habe 6 Eisen noch. Und Stöcke kann ich mir auch mal kurz machen. So, jetzt habe ich 1024 Sticks. Das müsste erstmal langen. Wie macht man sich denn so eine Spitzhacke? Du brauchst 1, 2, 3, 4, 5 Eisen. Meinst du eine Pickaxe? Ex? Ja, ja, ah, klar. Okay. 5 Eisen, also 1, 2, 3, 4. Ne, 4 brauche ich nur. 1, 2, 3, 4. Oh ja, kann auch sein, stimmt. Ja. Gut, ich hab sie. Jetzt habe ich auch eine. Mhm. Ich weiß mal nicht, wie Minecraft einfach schlafen gehen kann. Und dann ist es auf einmal der nächste Tag, ey. Vorsicht, hier ist jetzt ein Loch, ne? Ja, habe ich gesehen. Müssten wir da jetzt zumachen. Ja. Ja, ich muss unbedingt bei der nächsten Aufnahme muss ich meine Grafik ein bisschen noch runterstellen. Ich habe die volle Kanne aufgedreht. Boah. Also gerade hier ruckelt es auf jeden Fall, weil hier so viele Zombies sind. Das ist nicht schön. Hammergeil, ey. 2.14 Uhr, ey. Meine Güte, ey. Du erstmal dahin. Ja, wie gesagt, entweder säubern wir jetzt das Haus gleich. Heute Morgen, also wenn es gleich morgens früh ist. Oder wir gehen erstmal wieder nach ganz unten und besorgen uns wieder Holz und sowas alles. Boah, fast runtergefallen. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, alleine hier irgendwas zu machen, ist ein bisschen Selbstmordkommando-mäßig. Also ich habe es ja auch alleine gesichert, das Gebäude. Ach, alles gesäubert? Ja klar, das habe ich schon gemacht. Ach so. Das ist kein Problem, das schafft man, wenn nicht gerade viele Zombies da sind. Okay. Das ist nur die Frage, wie lange sollen wir aufnehmen? Aufnehmen? Ja. Ja, musst du auch wissen. Ich nehme noch nicht auf. Nee, wie lange? Ja, wenn du sagst, ist es gleich vorbei. Nee. Wie viele Folgen hast du noch von mir eigentlich jetzt? Aber das halt zählt jetzt ja jetzt für jetzt. Ja, weiß ich noch. Boah, 10, 11 Stück oder so. Ja, dann machen wir jetzt noch 10 Minuten und dann. Ja, okay. Dann nimmst du eigentlich mit Fraps oder mit Bennycam auf?
Bandy. Bandy. Fraps geht hier nicht. Ach so. Okay. Also bei mir jedenfalls nicht. Ja. Guck, jetzt sind wir genau an der Stelle, wo ich aufgehört habe. Das stimmt eigentlich. Nur dass ich zwei Motorsägen hatte. Ja, gut. Und sowas halt alles, aber das ist jetzt nicht. Vielleicht finden wir hier noch eine Motorsäge, kann ja auch sein. Sind da unten Zombies? Ach, in der Zeit. Wohin schießt du? Auch einfach ein paar Zombies abknallen hier. Wo denn? Wo sind denn welche? Die unten auf der Straße rumlaufen. Achso, ich sehe da keine. Ich bin blind. Mal gucken. Ja, das ist das Problem. Die Nacht ist halt immer richtig langwierig. Und schön mit dem Sniper ein bisschen üben. Achso, ein Sniper, genau. Habe ich ja gar nicht. Hast du nicht? Ich hab nur einen Rocket Launcher. Achso. Warte mal kurz. Ich habe zwei Sniper. Ja, warte, dann werf mir. Aber nicht dahin, sondern gehen wir auf eine Randfläche. Ja, auf eine richtig geraden. Ach komm. Hier ist nämlich große Fläche, da kann nichts passieren. Das sagst du jetzt so. So, warte. Ah, hinter hast du ein Magazin? Ja, habe ich. Okay, das hast du. Warte, oder? Doch, zwei Stück. Ich auch. Gut. Wir machen sowieso eine Kiste mit allen Waffen und dann nimmt sich immer derjenige raus, der vielleicht weggeht, gerade eine Waffe raus und sowas halt. Eine Pistole würde ich immer im Inventar haben, aber sag ich mal, die großen Waffen wie Maschinengewehr und sowas halt, da würde ich eine Kiste machen. Ach, schade. Jetzt hast du es angelockt, du. Jetzt hast du es angelockt. Jetzt gleich fressen sie uns. Naja. Jetzt hast du es angelockt. Ach ja, ich tue das jetzt schnell in mein anderes Inventar rein. Ich auch. Ja, Kisten bauen und sowas, das würde ich erst später machen, oder? Ja, ich mach das, ich kann das ruhig machen. Ich mache ein Kistenlager. Ja, sollen wir denn, wir können jetzt so als Abschluss jetzt für die Aufnahme, können wir ja sagen, mal. Sollen wir das als unser Hauptstandpunkt? Aber ich würde das als unser Hauptstandpunkt ist, weil das ist zwar weit entfernt von, sag ich mal, ne? Aber ist halt riesig und, wenn mal irgendwo überrannt wird, hat man immer noch hier Dach als Chance, irgendwo hinzugehen. Wir sollten halt am ganzen Haus irgendwo auch ein paar Leitern verteilen, dass man Fluchtwege hat. Nicht nur diesen einen Fluchtweg nach unten und dann durch die Räume, sondern auch vielleicht hier eine Leiter hinbauen, also wo ich jetzt stehe. Ne, und sowas ja. Halt. Dass man okay. Immer einen Weg hat nach oben und nach unten. Ja. Und ich mach da. Ich mach in dieses Gebäude, wo ich jetzt hingucke, da. Ne? Ja. Da mache ich oben Kisten rein. Und vielleicht auch das Bett. Guck mal, jetzt kommt er. Das war er. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Nee, ist okay. Nur ich muss halt wie gesagt gucken, wenn es in der nächsten Aufnahme, ich drehe meine Grafik ja ein bisschen runter, wenn es in der nächsten Aufnahme wieder ruckelt, oder es liegt halt an meinem Server, weil ich den aufgemacht habe. Dann müssen wir uns was anderes suchen, was kleineres. Weil sonst ist das heftig, ey. Oder so, ja. Aber erstmal finde ich es hier eigentlich schön, weil das hat Potenzial. Das auf jeden Fall, das stimmt. Das stimmt. Ja gut, wir sind jetzt auf einem hohen Gebäude, aber wenn die neue Alpha 2 rauskommt, da kannst du es auch vergessen, ey. Wenn dann die Zombies gemacht werden, wo man halt Dings machen kann, Wände hochlaufen. Ja klar, dann ist es sowieso für den Arsch, irgendwo sich zu suchen. Außer man baut hier überall ein Dach hin. Ja, das stimmt. Oh, du bist so ein bescheuerter Junge, echt. Du gehst auch noch dahin. Ich wusste, was da ist, deshalb bin ich da noch nicht hingegangen. Boah, fick dich doch ins Knie, ey. Ja, war nur ist ein tot, Zombie, oder was? Trotzdem. Ja. Ist tot? Ja. Als Abschluss unserer... Ne?
fuck, ey, jetzt kann ich erstmal kurz Munition nochmal da hochgehen und mir das Hustle, das Zeug, was ich da verloren habe, war zwar jetzt nicht übelst viel, aber Scheiße, ey, was soll der Mist, ey? Hast du schon geholt? Nee, noch nicht, das liegt noch da. Ich komme mal ganz schnell, ich leuchte hier schnell aus, deshalb. So. Wo ist es? Ah, oh, es ist weg. Liegt gar kein. Ah. Nee, das müsste nur noch da sein. Eigentlich geht das nicht so schnell weg. Oder ist wieder ein Bug? Kann natürlich auch sein. Was hattest du denn verloren? Eine Pistole, eine Pupgun, eine Taschenlampe und was zu trinken und Painkillers. Das ja, war's. Wobei, das geht ja noch, das ist ja kein Problem. Weil sonst habe ich alles andere habe ich noch, ja. Oh, noch ein bisschen, dann mache ich noch so lange. Genau. Mache ich jetzt, Ja, und beim nächsten Mal können wir halt gucken, was wir dann wirklich machen, ob wir hier säubern oder halt, ob wir erstmal wieder Holz und das alles besorgen. Aber ich würde sagen, wir säubern erstmal als vorsichtshalber, oder? Ja. Guck mal. Wo bist du? Da. Hier bin ich. Guck mal. Ach, ein Dachboden? Ja, und hier kann man Kisten reinmachen und das Bett dann, wenn... Das ist geil. Das ist ja richtig fett, yo. Das machen wir auch. Ne. Gut. Das finde ich eigentlich ganz okay. So, jetzt haben wir hier noch die Dinger einmal. Ja, im Moment hängst du auch bei mir ein bisschen zurück. Da bist du mit dem Namen ganz woanders. Das war bei dir auch schon. Das war jetzt nicht das Problem. Das ist einfach ein Bug hier in dem Spiel drin. Auch mit dem Stacheldraht, das ich jetzt nicht gesehen habe, du aber. Oh, das Fenster zum Beispiel, habe ich auch nicht gesehen. Da bin ich dagegen gelaufen. Ja, muss gucken, entweder liegt es am Server oder halt an der Grafik, muss ich mal gucken. Weil vorhin, wo wir in den kleineren Sachen waren, da war es nicht so doll. Ja, warte mal, ich gehe mal jetzt zurück zum Bett, zum Schlafsack. Ja, das ist jetzt das. Aber ich finde es auch die erste Aufnahme. Ich finde es aber cool hier eigentlich, weil hier war ich ja erstens auch alleine. Ne? Ja. Und guck mal, hier habe ich schneller gemacht als wo ich alleine gespielt habe. Oh, da habe ich irgendwas gehört. Ich war das. Bist du irgendwo runtergefallen? Ja, ich bin runtergefallen. Achso, du aber nichts wehgetan. Können wir ändern. Ha, 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 ha. Von wegen. Na gut. Tag ist es. 7.59 Uhr, 8 Uhr. Ja, schöne Zeit, um schlafen zu gehen, würde ich sagen. Ja, klar. Wir kuscheln dabei. Ich guck gerade noch mal eben. Ich baue mir bei der nächsten Aufnahme baue ich mir richtige Treppen. Ja. Die mache ich dann dahin. Und die Treppe hoch, da muss man nicht immer so blöd springen. Na, dann kann man einfach Treppen hochlatschen. Genau. Und ich entweder, wie gesagt, entweder schaue ich halt, dass ich irgendwas besorge noch wieder und du baust hier weiter, müssen wir halt mal gucken. Oh, wir säubern erstmal halt. Ja, ich würde erstmal das Ganze hier nochmal säubern. Und ich würde halt auch viel Holz sammeln und dann noch in diesem ganzen Außengebiet hier noch Fackeln und Lagerfeuer hinbauen. Ach, meinst du auch auf dem Wege überall? Ja klar, weil was nützt es, wenn hier drin Lagerfeuer nur sind und die Zombies trotzdem reinkommen? Ne? Ja, ist ja trotzdem gefährlich. Die sollten überall langsam laufen, finde ich. Sollte zwar nicht bis nach daran. Ja gut, das sind einfach die Pläne. Wie gesagt, wir gucken erstmal, ob es bei mir beim nächsten Mal ruckelt, wenn ich Grafik einstelle. Und wir müssen halt gucken, was ich mir so dachte, um mal ganz später das zu machen, wirklich um das ganze Gebäude drumherum Eisenwände oder halt auch tiefe Gräben zu machen. Ne? Mehrere, ja, da müssen wir aber erst, da müssen wir erstmal viel Eisen finden und sowas halt. Das dauert. Ja klar, aber für später mal gucken. Man kann zum Beispiel, man könnte so einen ganzen Turm abbauen. Der würde zwar viele Spitzhacken und so verbrauchen, aber der besteht komplett aus Eisen. Das ist cool, ey. Aber da fängst du oben an, ne?
Oder baust du ja, man kommt, fällt er zusammen. Ja, das Problem ist, wenn er zusammenfällt, kriegt man das Eisen nicht. Ach so, okay, man kommt nicht bis oben und dann. Nee, man kommt nicht bis nach ganz oben. Ne? Man muss sich da was. Da muss man sich ganz. Ja, man muss Leitern bauen. Eine Leiter gibt es zwar, aber die ist nicht bis ganz nach oben. Ach so, okay. Ja, gut, das kann man aber beim nächsten Mal. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier eine Aufnahmepause bei Seven Days to Die. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Schön, dass Ingmar jetzt auch mal dabei ist. Endlich mal, das ist nämlich schwierig alleine. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.